Willkommen zurück zu Borderlands 2, Captain Scarlet und Herr Pirates Booty. Wir sind in den Rusty Yards angekommen und Pirate, the guy you're looking for, I brought him all das the way kennen wir from the schon. yards back, because he's stupidly knowledgeable about Captain Blade's treasure. Then I kicked him off because you'll see. Okay. Genau, wir haben die Rusty Yards erreicht und sollen Herbert finden. Und wir haben jetzt diese Anchorman kennengelernt. Kurz zum Zeigen, die haben einen Crit-Punkt, aber der ist nur das kleine Auge. Also das Auge, was er sich auch mit seinem Anker schützt. Ich glaube, letztes Mal hatte ich sogar einen Lucky Shot ins Auge. Sowas. Alter, hält er was aus. Ist halt auch, wenn der sich da schützt, dann kriegt er eigentlich keinen wirklichen Schaden. Jetzt. So, und jetzt, wo der Anchorman weg ist, kann ich mich auch um den Pirate und den Pirate kümmern. Und der schießt gleich noch rum. So, wir haben hier unten schon mal eine Truhe entdeckt, das letzte Mal. Die holen wir gerade nochmal. Und übrigens, mein Aufnahmeprogramm ruckelt wieder. Es ist also wieder alles wie gehabt. Ich finde es schön. Also auch wenn es eigentlich mich wundert, warum das Aufnahmeprogramm jetzt wieder nicht läuft. Torque, nee. Max Health, nee. Nö. Brauchen wir alle nicht. Ja. Warum es jetzt wieder so läuft und nicht sauber. Im Gegensatz zu vorgestern, als ich aufgenommen habe. Das muss man nicht verstehen, warum es mal so ist. Es sind die gleichen Einstellungen, es laufen die gleichen Programme. Die hier. Rar, 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 rar. So. Moment, ich hab dir so ins Gesicht gebrezelt und du. Okay. Wenn er meint. Also irgendwie 10.000 Schaden muss ich denen machen, um sie sofort zu töten. Das heißt, wir müssen bald mal wieder neue Waffen finden. Hey! Hey! Der war geil. Und kurz warten und bumm. Da war eine Waffe. Ne, ein Schild. Und der Badass Pirate verbrennt. Das darf er auch mal. Es war dann schön, das Incendiary-Fass war dann recht stark. So, wir müssen uns jetzt wirklich dran gewöhnen, dass die Anchorman bei fast jedem Kampf mitspielen wollen. Ich will gerne die Corsairs eigentlich auch früh töten. Hä? Hä? Ah, das war jetzt ein Crit. Ich will die Corsairs schnell töten, weil die mit ihrem blöden Rumteleportieren so ein Problem sein können. Jetzt. Wenn die Anchormen ans Ende ihrer Lebenspunkte gehen, dann hören sie auf, sich zu verteidigen. Das war ein guter Bohr. So. Da ist noch ein Powder Monkey. Ich weiß, ich verbrate gerade verdammt viel Munition, gerade für die Pistole, aber A, habe ich ein bisschen viel. In manchen Fällen. Gerade von der Pistole. Und B, lieber Munition als Lebenspunkte. Here comes the Raid
So. Und es stehen ja überall Kisten rum. Die müssen wir nur öffnen. Aber da findet man Pistolenmunition. So, hier haben wir das letzte Mal aufgehört. In Rusty Cock Settlement. Einem sehr verwinkelten Gebiet mit vielen Treppen und Brücken. Und Badass Pirates. Oh, und Cursed fucking Pirates. Und einem Corsair. Und irgendeinem Mini. Ah ja, das Webby. Nein, Cabin Boy. Der meinte, er kann was. Powder Monkey, dich habe ich vorher schon gesehen. Bleiben. Hey, jetzt. Und mal wieder ein Skin von einem Powder Monkey. Das passiert irgendwie öfter. Granule! Haben wir auch schon. Wie, das passiert auch öfter bei den Skins. Super, ich wollte eigentlich Muni. So zum Beispiel. Munition voll. Und jetzt will ich wieder nach oben. Ah, da ist die Leiter. Weil hier noch Dinge rumliegen. So, aber was wir eigentlich wollen ist, ups, hier rüber zu kommen. Ich meine, das Gebiet sieht noch sehr verwinkelt aus und hat noch sehr viel Platz nach oben. Ja, den werden wir, soweit ich weiß, auch auf der Nebenquest erkunden, den Platz nach oben. Aber derzeit reicht uns dieser Weg. Und der ist einfach nur eng. Gunner, Rapscallion. Oh, ich höre Powder Monkey, ja. Den Pirate. Toothless Terry. Das ist einer der Meuterer, die wir noch töten müssen. Der hat einen Raketenwerfer. Und will sich nicht critten lassen. Jetzt. Wow, der saß plötzlich. So. Mache ich. Aber erstmal habe ich noch ein bisschen Arbeit vor mir. So. Und jetzt ab in den Distanzkampf. So. Wall-Symbole will ich jetzt nicht. Hätt's vielleicht auch hier. Halt. Hüpf. Jetzt will ich drauf. Nein, gib mir das Geld. Danke. Ist nicht viel, aber ich will das Geld haben. Warum, weiß ich nicht. So, dann haben wir hier nochmal ein bisschen Sniper-Munition. Und mal wieder ein Schild. So. Okay. Und jetzt soll ich unten rum und da raus. So. Und plötzlich Anchorman. Okay, machen wir. Also, die Hütte da oben meint sie übrigens. Bis dahin müssen wir jetzt noch kommen.
Und kann man da durchfallen? Ich hoffe nicht. Hm, da ist eine Truhe. Da ist eine Truhe. Wie komme ich an die Truhe ran am besten? Eigentlich ganz einfach. Ich laufe. Meine Güte, hey. So, man kann auch mal overthinken. Overthinking ist ein, ist eine Sache, ne? Das ist a thing. Wall-Symbol. Nö, okay. Gut, dann gehen wir jetzt mal über die Brücke. Ich mache eher eine Nahkampfwaffe. Ich weiß warum, glaube ich noch zumindest. Da ist übrigens der Lift. Oh, sehr gut. Schalten mal hier den Strom ein. Ein bisschen Pistolenmunition. Weil jetzt ist dieser Lift hier aktiv. Wir fahren ihn einmal, dass er auf jeden Fall funktioniert. Und er dauert ein bisschen. Aber ist angenehmer, als durch das ganze Gebiet zu müssen. Also selbst wenn wir jetzt nicht bis zum Ende kommen sollten, im nächsten Part wird es schneller. Aber wir haben ja erst die Hälfte der Aufnahmezeit. Von was rede ich denn? Und wieder zurück. Also der Lift ist echt, echt extrem praktisch. Ich meine, ne? Dieser Weg, anstelle da ganz außen rum zu müssen, das ist sehr viel wert. Was ich interessant finde, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Da ist Boden. Das ist Boden von der Textur und von der Position und vom Aussehen. Und auf der Karte wird es angezeigt. Ich hatte es gerade nur gemacht, weil es auf der Karte angezeigt wird. Aber nö, es spielt. Die Entwickler sagten an der Stelle, nein, kein Boden. Die Spieler, die das riskieren, die sterben einfach. Mein Vorteil wäre gewesen, ich hätte shoppen können. Nachteil ist, wir müssen nochmal zweimal auf den Lift warten. Aber schaut euch hier diese Linie an. Oder ist das... Also... Ich will ja nichts sagen, aber... Wo ist das? Ich bin jetzt hier gerade über Boden, laut Karte. Oder unter. Weder über noch unter mir ist irgendwas. Spiel, please. Wichtige Sache, nicht von einem Lift in Fahrt absteigen. Man weiß nie, ob man zerdrückt wird. So, jetzt aber echt. Nahkampfwaffe raus. Hallo, Spider-Ants. Alles nur nicht runterwerfen lassen. Wie habe ich den gerade gebohrt? Ich hatte gerade das Bohrgeräusch, aber ich habe ja keinen Gegner zwischendrin gehabt. Zählt ein Kadaver auch zum Bohren? Ich weiß es nicht. So, erstmal Respawn-Station. Okay, jetzt gibt's den Lift, den ich gehen soll, nehmen soll. Und hier außenrum gibt es einen Weg. Ich möchte zumindest die Karte aufdecken ein bisschen. Also wahrscheinlich werden wir da eh lang müssen. Für irgendeine Primär- oder Nebenquest. Hä? Ah. Ich habe gerade in den Kadaver reingeschossen. Das hat meine Schüsse geblockt. Haben die schon Aggro? Die ganz da hinten hat Aggro, wenn ich das richtig sehe. Ne, hat sie nicht. Okay. Gut, wir nehmen den Lift.
Also ich glaube, da müssen wir bald eh lang. Dann brauchen wir uns jetzt nicht damit rumärgern. Knock on Herbert's door. Knock, knock, knocking on Herbert's door. Sorry. Gott, der Lift ist auch eine Sache für sich. Ich höre Spider-Ants. Aber die dürften mich nicht erreichen, weil da ein Tor zu ist. Aber noch mehr Spider-Ants. Und warum gerade Feuer überall? Wo? Da. Bin ich jetzt halt zu faul, in Nahkampf zu gehen. Also hier ist ein Tor, das ist zu und es bleibt auch erstmal zu. Das ist, glaube ich, der Rückweg, wenn ich dann unten rumgegangen bin, komme ich da wieder raus oder so. Aber wie gesagt, ich hatte ja am Anfang gesagt, es ist ein größeres Gebiet. Da kann man ein bisschen Zeit verbringen. Oh, wir haben bald die Hälfte von Level 35 auf 36 erreicht. Zwei Geldruhen. So lobe ich mir das. Das Spiel weiß, was man will. Keine Fallentruhe, immer noch nicht bisher. Aber zwei Geldruhen, das ist doch was Schönes. Und nochmal, was sieht man da auf der Karte? Na egal. Die Truhe ist nicht zu öffnen. Ja, Herbert machen wir noch. Hold on. Hold on a second. Scarlet, is that you? Herbert, just a little bit obsessed. No, you're not Scarlet. Der hat einen Strick. I can taste her scent on you. She wants the last compass piece, doesn't she? Oh yeah. Let's talk, you and me. Okay, der Herbert ist komisch, aber hier, der hat einen Strick da. Und Bild. Okay, Moxys Pizza. Bild. Das hatte Sandman auch. Ein Schrein. Okay, man kann es auch übertreiben. Ich meine jetzt natürlich das und nicht die Puppe. 5! Es gibt 5 dieser Puppen. Und wenn man alle squeezed, gibt's Badass Ranks. Oh Gott. Okay, wo sind die anderen? Hat er die in seiner Hütte oder hat er die woanders? Na egal, komm, wir reden mal mit ihm. Scarlet, is she as beautiful as when I last saw her? Oh, how the light caught her hair. Ich glaube, ich muss ein bisschen nach rechts rutschen oder die Kamera anders einstellen. If I help you complete the compass, Scarlet will be so happy. Oh, yes. But no, the compass alone won't do. She needs to know how much I care. The tapes. Yes. Get the tapes. Get the tapes. I'll mark them on your echo. Soll man noch irgendwelche Tapes holen? Der ist irgendwie nervös. Hat er jetzt aufgehört? Jetzt hat er aufgehört, sich zu bewegen. Okay, die Tapes, die sind jetzt hier hinten tatsächlich versteckt. Wo wir angefangen haben, lang zu laufen. Und noch nicht weit gelaufen sind. Muss ich jetzt oben oder unten rum? Ich muss beides eh irgendwann, klar. Hier müsste gleich ein Dialog kommen. Achtung. Nö, kommt nicht. Sowas wie, ja, hier gibt es keinen Weg oder so. Okay, ich bin zu faul, den Lift zu verwenden. Huh.
Okay, verwaschene Texturen und irgendwelche Dinge, die man nicht sehen soll. Aber keine Wall-Symbole. So, und da wir jetzt, wenn man guckt, dahin ist der Lift. Da müssen wir lang. Und die Aufnahmezeit ist vorbei. Wir kommen das nächste Mal relativ schnell an den Ort, wo es hier weitergeht, nämlich in Kubi Gorge. Und das heißt nicht George, sondern Gorge. Und ist ein, eben so ein, hier, sowas. So eine Schlucht, genau. Gorge ist eine Schlucht. In der sollen wir uns jetzt weiter bewegen. Genau, wir gehen jetzt hier unten rein, kämpfen uns hier durch das Schiff, kommen da oben raus und gehen da oben zurück. So ist der Plan. Aber wie gesagt, erst im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da und ansonsten wie immer bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch und tschüss.